So, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Wir sind gerade auf dem Weg uns zum Gesundheitszentrum, sondern an Durchkämpfen zu den Anlagen, welche wir runterfahren sollen, um dann gleich unsere gute Tat zu vollführen und hier den Leuten zu helfen. Das ist eine Wende, die da hinten steht. Da haben wir eine medizinische Station, davon brauchen wir nichts. Hier hinten ist nichts weiter gewesen. Oder? Nein, hier hinten war nichts, also wir müssen uns weiter darauf hochkämpfen, so wie es aussieht. Naja, die beiden sichern eben gerade den Eingang, beziehungsweise unseren weiteren Weg. Ich schaue mich erstmal um, weil ich will ja mal alles mitnehmen. Ne, hier können wir nicht hoch, gut. Hab sie erwischt! Ja, das ist das Schöne an diesem Spiel. Wir können einfach hier mal ein bisschen rumlaufen und die beiden, unsere Gruppenmitglieder erledigen dann den Rest alleine. Ja, jetzt spinnt meine Maus rum. Verdammt Axt, meine Batterien von der Maus sind leer. Tut mir leid, kann passieren. So, es ist heute gleich wieder viel besser. Ja, und hier hinten scheint es nichts weiter zu geben. Spielterminal? Okay, den hacken wir doch mal kurz. Mal schauen, was jetzt gleich passiert. Na, vielleicht können wir dann eine Runde Pac-Man oder so spielen. Keine Ahnung. Oder ein Spiel im Spiel entdeckt dadurch. Oder wir kriegen wahrscheinlich einfach nur Geld. Jo, 3000 Credits. Also hier waren die Leute fleißig am Spielen schon gewesen. Bankterminal nehmen wir natürlich auch mit. Ja, das sind zum Glück immer die angenehmen Hacksachen. Oh, verdammt. Da war ich zu schnell und ja, dadurch ist das Bankterminal nicht mehr verfügbar. Verdammt, Axt. Oh, Türen, jede Menge Türen. Ja, fangen wir dann mit der linken Tür an. Ich sage die Wahrheit. Ich arbeite in der Klinik für Morden. Ich bin gekommen, um Ihnen zu helfen. Wir wissen, dass Sie das Seuchenvirus verbreiten. Wir haben die Ampullen in Ihrer Tasche gesehen. Nein, die Ampullen enthalten das Heilmittel. Bitte, Sie müssen mir glauben. Vielleicht sollten wir Ihnen die Finger abschneiden. Das löst normalerweise... Achtung! Keine Bewegung. Noch einen Schritt und wir legen Ihren Freund um. Ich weiß, dass Sie Angst haben vor den Vorcha, vor der Seuche. Aber dieser Mann trägt daran keine Schuld. Wenn er das Virus verbreitet, was will er dann im Gebiet der Vorcha? Die sind dagegen immun. Er hat recht. Das ergibt keinen Sinn. Wenn wir den Gefangenen freilassen, können wir also gehen? Ich gebe Ihnen mein Wort darauf. Puh. Lasst ihn gehen. Ja, das ist Sie der... Sie haben bekommen, was Sie wollten, Mensch. Können wir jetzt gehen? Ja, natürlich. Wir hatten einen Deal. Rechtschaffen hat bei Menschen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Wir sind John Shepard. Bei uns gibt's Danke. Alles. Ich dachte wirklich, es wäre um mich geschehen. Hat Morden Sie auf die Suche nach mir geschickt? Der Professor könnte Ihre Hilfe gerade jetzt gut brauchen. Er hat zu viele Patienten und nicht genug Freiwillige. Ja, in Ordnung. Ich mache mich sofort auf den Weg. Vielen Dank nochmal. Ich schulde Ihnen, naja, alles. Ja, das war der Mitarbeiter von Morden, warum er uns ja gebeten hat, dass wir uns um ihn kümmern, beziehungsweise nach ihm schauen. Schon wieder sehr interessant, dass er jetzt hier einfach ganz cool und alleine zurückgeht. Na gut, wir haben alles gelegt, aber woher soll er das wissen? War hier nicht noch? Nein, okay, andere Tür. Und natürlich, wie sollte es auch anders sein? Ich sehe den Feind nicht, ich habe nur ein Ziel und das nutze ich dann direkt für meine Fähigkeit aus. Nein, das ist klasse. So, ist hier noch irgendetwas, was wir jetzt eben gerade erwischen können? Nein, dann werden wir wohl die Tür gehen. Hier hinten? Da hinten hat was geglitzert. Nein, ich habe schon wieder Halluzinationen. Die Luft wird langsam weniger. Ich halluziniere schon.
Ich habe da hinten schon wieder einen Sniper gesehen. Und wir haben noch... Ah, das ist wieder voll. Aber wir sind der bessere Sniper. Wir jetzt lang. Oha, die Musik verändert sich schon wieder. Wow, das war knapp. Ja, hört ihr jetzt wohl auch von der Waffen bereit Feuer? Machen? Kann doch nicht wahr sein. Hier. Ja, komm, zeig dich. Da oben war doch noch einer. Ja, da oben ist es. Na, wir verfolgen auch geschossen. Ah, und von unten werden wir auch noch geschossen, ja, sehr schön. So, von oben ran schießen? Ah, wir erwischen ihn ja nicht ganz so schön, wie ich es gerne hätte. Und von der Seite? Auch nicht. So, da müssen wir ihn da jetzt erwischen können, oder? Erwischt! Sehr schön. So, dann können wir uns jetzt auch mal irgendwie da aufhören hier zu feiern. Los geht's! Ach, da hinten kommen noch mehr. Mann, wie viele ist denn das? Was ist denn das hier? Zack! Und der verreckt auch wieder mal in unserem Feuer. Ach, das Feuer ist toll. Ne, du bleibst dahinter. Guter Schuss! Gold, komm mal von mir. Und unsere Waffe ist wieder leer. So, jetzt aber da Feierabend. Hier wieder Ruhe. Gut. So muss das sein. Nach unten gehen wir noch nicht, weil wir von hier oben einfach die bessere Position und die wird immer noch geschossen. Oh. Ha, alles frei, unten sollte jetzt auch alles frei sein, alles was uns jetzt entgegenstürmt wird umgenietet. Ja, so, es wird wieder sehr actionreiche Folge, oh mein Gott. Und das sind noch die Anfangsmissionen, also ich habe schon gehört und gelesen in meinen Kommentaren, ja, das wird noch viel aufregender. Ich habe jetzt auch letztens einen Trailer gefunden. Wir haben noch Außenmissionen, die richtig außen sind, also ganz, ganz weit außen auf dem Planeten. Mit riesengroßen Würmern und keine Ahnung, was noch alles. Sieht auf jeden Fall noch gigantisch aus, wenn man auf uns kommt. Ja, klar. Ach, wisst ihr was? Dann machen wir jetzt anders. Da. Bisher immer vorne. So, Feierabend. Da. Schicht im Schacht. Nein, da gehen wir noch nicht hin. Hier hinten. Zu der Kontrolle müssen wir nach links. Gut, dann gehen wir aber erst nochmal nach rechts. Weil hier sind Ersatzteile. Medizinkit brauchen wir nicht. Wir haben 3 Stück. Mehr können wir ja gerade nicht. So, ja, endlich mal wieder eine ruhige Sekunde. Es wird gleich wieder actionreich weitergehen. Alles klar. Wir sind in der Nähe der Umweltsteuerung. Wir bringen das Heilmittel rein und schalten die Ventilatoren ein. Ja, das ist unser Plan, unsere Aufgabe, das wissen wir.